Fnatic in den letzten dann spielen möchte. Das heißt, Cloud9 muss das jetzt wahrscheinlich dicht machen in den nächsten beiden. Ansonsten sieht es sehr düster aus. Nassen hat sich da hinten hinter der Ecke positioniert, damit Skadoodle ihn ein bisschen ablenken kann. Aber mehr als einer ist natürlich nicht drin in der Situation. Da kommt einiges um die Ecke. Skadoodle hat sich entschieden, in die Offensive zu pushen. Und mit John Guest sollten sie nicht rechnen. Jetzt haben sie ihn doch gespottet, also muss wieder jemand zurückgucken in Crims. Schwierige Situation für John Guest. Hat da keine Möglichkeit, sich auf eine Seite zu konzentrieren. Es wird eingekreist und niedergestreckt. Und die beiden letzten Amerikaner, Shroud und Freakazoid, beide an der CT-Base. Olofmeister wenigstens down gekriegt. 3-2. Und Prolex ist auch schon gut angeschossen. 1-2-Hit sollten reichen, aber Shroud nimmt ihn sofort mit einem Headshot raus. Jetzt liegt die Bombe Standard und es wird von der T-Seite abgedeckt. Defuse-Kit haben sie nicht, also relativ bald müsste das Ganze geschehen, wenn es noch geschehen soll. Flasher. Und Flasher zum nächsten. 1-0 für der Tick. Starke Pistol-Round. Erst dieser Weg über den Connector, dann die offensiven Spieler von Cloud9 aufgeraucht, nach und nach. W wieder mit der abgesägten Schrotflinte, haben wir schon vorhin auf Cobble gesehen und ein paar Mal auch anders. Bin mal gespannt. Schraut zieht es nach oben, damit er reagieren kann, falls es Richtung A geht. Also man spekuliert hier ganz klar auf den A-Spot. JW zweimal abkassiert. $900 jeweils pro Kill. Und sieht so aus, als ob Fnatic sich nochmal entscheidet, eher Richtung B zu gehen. Marschiert hier vor, zwei Leute kann er mitnehmen, der dritte bietet sich auch an und JW geht down. Shroud hat die Möglichkeit, das Ganze hier noch umzudrehen. Unten über die Base kommt er, 7 Sekunden, wenn Shroud um die Ecke kommt, dann wird der Fnatic-Spieler wahrscheinlich nicht mehr an den Rand kommen. Und die Zeit läuft ab, Shroud rettet die Runde. Holt sie im Alleingang, sau stark gemacht. Da sehen wir es nochmal im Replay. Schön rübergezogen, hat sofort mitbekommen, dass JW da vorne noch auf dem Spot rumläuft. Und hat richtig erkannt, dass unten über die CD-Base nachgeschoben wurde. Und Fnatic natürlich ihrerseits dann jetzt in den Force Buy gegangen. Schöner Schuss von JW. Damit könnte der Entry Frag da gewesen sein. Man entscheidet sich direkt drauf zu pushen. Fixer steht hier irgendwo noch am Spot, versucht immer Unvorsichtigen zu finden, aber nichts zu wollen. Und wie es aussieht, ziehen sich die verbleibenden drei Cloud9-Spieler zurück. Also man lässt Fnatic diese Runde jetzt hier haben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob dann das Hin- und Her-Gewechsel der Runden losgeht. Olofmeister hat schon die Fährte aufgenommen, ist schon auf der Jagd.
Und deswegen wenigstens die beiden noch mitgenommen. Jawohl, kann seine Waffe auch safen. Also sie haben wenigstens etwas Schaden gemacht, dass Fnatic hier kein großes Geldpolster aufbauen kann, denn das ist wichtig. Sollten die Amerikaner ihnen dann eine Runde abnehmen, dann könnten sie sie in die Eco bzw. in den Force Ball zwingen. Aber jetzt müsste Cloud9 ihrerseits erstmal wieder zu den Pistolen greifen. Wir haben eine Scout bei Skadoodle, damit kann er einiges an Damage machen, das haben wir schon gesehen heute. Wir haben Nothing mit seiner Farmers oder auch er ist da alles andere als unbegabt mit. Yes. 3 gegen 3. Da hinten fehlt der Krims, der ist ein bisschen unvorsichtig. Keine gute Position, weil wenn man davon ausgeht, dass der Gegner über CD-Base nachschiebt. JW, zweiten kriegt er nicht. Refrain kommt sofort auf der Stelle. Und Cloud9 holt die Runde direkt wieder zurück nach Hause. Also, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Genau das ist es, was ich eben meinte. Fnatic hat eigentlich nicht genug Geld zum Nachkaufen. Aber sie werden jetzt in den Forceball gehen, wie es aussieht. Der Fehler von Crims hat das Ganze so ein bisschen eingeleitet. Also, dass er da so offensiv rumsteht, das hätte sich nicht erlauben dürfen. Offensiv. Einfach. Unbedacht. Das geht um. Sehr, sehr lange offensiv unterwegs. Normalerweise zieht man sich mit der AWP da relativ bald zurück. Er hatte scheinbar kein Interesse daran. Sean Garris versucht wenigstens den Überraschungseffekt zu nutzen. Er hat aber ganz bitterlich verschossen. Grimms hätte down sein müssen. Das bringt natürlich dann Fnatic hier in eine kleine angenehme Situation. Dadurch können sie wesentlich mehr Raum gewinnen, als es vielleicht möglich gewesen wäre. Oh, Skadode mit der AWP wird über den Haufen gerannt. 2 gegen 3 Situation. Und die Amerikaner sind jetzt erst dabei zu retaken. Ins Kreuzfeuer gelaufen. Flasche hat die AWP gepickt. 3 zu 2. Fnatic holt die Runde wieder zurück. Es geht hin und her. Die Frage ist, ob sie das jetzt nochmal hinbekommen. So richtig viel Geld ist da eigentlich nicht. Eine Minute auf der Uhr. Smoke wird vorbereitet und JW wird sich dann wahrscheinlich auf den Weg zurück machen, um zu seinen Mates aufzuschließen. Ich würde mal vermuten, dass das eher Richtung B gehen soll. Die Kontrolle über den Connector haben sie. Das spielt hier auf Aufpassung eine Riesenrolle. Dass man weiß, man kann jederzeit rüberschieben. Freaky Soid war auch kurz offensiv. Und Olaf Meister ist ein bisschen unglücklich reingelaufen. Dass schon gestern die Waffe schnappen kann. Und jetzt sollte klar sein, dass es da Richtung B geht. Was ist unter Umständen schon zu spät. Nothing so schnell wie ihn seine Füße tragen auf den Spot drauf marschiert. Und er gibt sich Mühe. Nothing, was für ein schöner Headshot. Oh, da hat's geklatscht. Und davon noch ein, zwei. Ist gedone mit dem Double unten im Tunnel. Und Prolog steht plötzlich ganz allein da. 1 gegen 3. Molly auf den Spot. Sollte Zeit gewinnen. Die Frage, ob der reicht.
Jawohl, er hat gereicht. Cloud9 fackelt ab. Auch Nothing brennt. Und Skadode brennt. Sie musste da die Bombe ran. Und der Molotow, er war Gold wert. Sie musste ran. Es gab keine Zeit mehr. Keiner hatte die Fuse-Kit. Und dieser eine Molly. Absoluter Jackpot. Und dann gab es großes Cloud9 Barbecue. Aber jetzt sieht es ein bisschen besser aus in der nächsten Waffenrunde. Zeigt immer wieder, wie knapp das alles werden kann, wie gefährlich Cloud9 ist in solchen Situationen. Krims. Das ist unglücklich erwischt worden. Sieht gut aus für diese nächste Runde. Prolex gibt sich nochmal Mühe. Oh, die Laser ist gut. Skadun hat ordentlich was abgekriegt. Er hat nur noch 30 Sekunden. Er muss jetzt alle headshotten. Irgendwo da an der Bank steht er. Skadun verschießt, 17 Sekunden. Das ist natürlich wertvolle Zeit für die Amerikaner, da wieder aufzuschließen und den Spot schon komplett unter Kontrolle zu kriegen. Prolex entscheidet sich zu sprayen, damit ist die Runde vorbei. Vielleicht kann man die Bombe nicht legen. 3 zu 4. So, und jetzt wäre natürlich interessant, direkt den Blick ins Geld zu werfen. Wo ist das Geld? Wo ist das Geld? Ich will das Geld sehen. Jetzt sofort. Denn das Geld bei Fnatic könnte eigentlich auch relativ knapp sein. Müsste eigentlich knapp sein. Jawohl, 1400, 1500. Da muss man jetzt einmal mindestens sparen. Eventuell sogar noch ein zweites Mal. 1900 gibt es beim nächsten. Jawohl, schön rüber gesprayt. Dafür ist er bekannt, zu seiner Carspray. Oh, Flascher schnappte sich den Freaky Soul und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, hier aus den 800 noch ein bisschen mehr zu machen, vielleicht den Schaden noch ordentlich mitzunehmen. Skadoodle jetzt Spieler von Codes gefischt und Flascher steht ganz alleine da. Es wäre optimal, sogar seine Waffe zu safen. Wenn er es gut angestellt hätte, hätte er es vielleicht schaffen können, rüberzukommen. Nothing ist an der Bombe. 4 zu 4, Ausgleich. Overpass, eine der CT-lastigsten Maps. Aber, jetzt kommt das große Aber. Wir haben T-Leistungen von Fnatic hier auf der Map schon gesehen. Wo es selbst gegen die besten Teams dann 10, 11, 12 T-Runden gab. Also Cloud9 kann sich, selbst wenn das Ergebnis jetzt 11-4 ausfallen sollte, was ja schwierig zu holen ist. Na, ich weiß nicht. Sollten sich einfach noch nicht allzu sicher sein, dass man jetzt in Schwung kommt. Ich glaube, die Anspannung, die muss jetzt hochgehalten werden und vielleicht muss man da möglichst früh abschneiden. Immer wieder im Aufbau stören. Also Fnatic's T-Stärke darf man hier zu keinem Moment unterschätzen. Ich wollte darum schauen, weil das ungeduldig, ich wollte unbedingt Informationen haben. Nimmt sich die Zeit zum Reloaden, schön gemacht, aber wenigstens Dorfmeister mitgenommen. Das ist vielleicht der beste
Spieler, den man in so einer Situation picken kann. Freak ist heute ordentlich durchgedrückt. Flash und JW sind nur noch zu zweit unterwegs. Und jetzt fällt mit JW auch die Hoffnung von Fnatic auf diese Runde. Und damit sollte man die Schweden auch wieder die Eco gekriegt haben. 2400, 2,5. Reicht sich zu nachkaufen. Ich denke mal, die ein oder andere Pistole wird dabei sein. Flasche hat sich einen Riegel geleistet. Monarch Spaceball eingenommen. Und das Ding hat eine ganz gute Position, um sie dann noch in die Zange zu nehmen. Also, solange er lebt, gibt es noch gute Chancen auf den Retake. Bombe liegt auch noch nicht, das dauert noch einen Moment. Bonax hat einiges durch den Molotov kassiert. Oder vielleicht sogar Anschuss bekommen, ich bin nicht ganz sicher. Nothing. Bombe down. Perfekte Situation. Olaf Meister down. 6:4, Cloud9. Aber jede Runde, die zittert. In jeder Runde müssen sie sich immer wieder neu um die kleinste ein bisschen, das kleinste bisschen Frag kümmern. Müssen immer wieder jeden Frag feiern, schon fast, auch wenn es so gegen die Echo ist. Kannst du gerade zurückziehen, wie es aussieht. Nein, kommt er nicht weg. JW hat ihn davon abgehalten. Die Kontrolle des Connectors geht wieder an Fnatic über. Schon yes. Oh, Hornax. Also immer wieder sehr offensive Aktionen von den Amerikanern. Oh, schöner Schuss. Oh, Freak sollte wollte nochmal rüberziehen, hat schon nochmal Schaden gemacht. Und dann hat das Shroud das Ganze auf dem Silbertablett präsentiert. 19 Sekunden reicht eigentlich nicht, um nochmal rüberzuschieben. Das heißt, Olaf Meister muss jetzt den Arsball anspielen. Shroud hat gehofft, dass er ihn mit dem Schuss vielleicht ablenken kann, aber der hat nicht mal mitbekommen, wo das scheinbar herkam. So, ein kleines bisschen tiefer hat dann Olaf Meister vorbeigeschossen. Und der rechts durch die Smoke. Der Schuss noch. Jawohl, nimmt ihn raus, stark geschossen! Diffuse geht auch, also absolut kein Problem. Selbst ohne hätte es problemlos funktioniert. Es sind immer wieder Zitterpartien, aber bisher hat Cloud9 da immer den längeren gezogen. Und es war Freakazoid, der die Runde gerettet hat. Der es ihm alles möglich gemacht hat. Krims, was für ein dickes Brett. Ihn davon der Kante zu holen, während er darüber springt, ist absolut schwierig. Wer das probiert hat, wer das schon mal erlebt hat, wie das ist, da muss man sehr, sehr schnell sein. Und dann ist es ja auch noch ein bewegendes Ziel. Flasche marschiert drauf auf den B-Spot. Wird hier einiges an Stress zu machen. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Zumindest zwei Spieler hat er auf dem
unteren Spot gebunden. Das sollte Fnatic den Weg etwas frei machen, um den A-Spot in aller Ruhe einzunehmen. Die Amerikaner haben sich da komplett in das Licht führen lassen, wie es aussieht. Steht 7 zu 4 und Cloud9 wird die fünfte Runde für Fnatic auf jeden Fall zulassen. Jetzt kommt JW dort in die Ecke. Da muss komplett abgezielt werden. Ich weiß nicht, ob er was gesehen hat. Sieht aus, als ob der Ärmel da draus geschaut hat. Schönes Smoke. Sehr, sehr schönes Smoke. Müssen sie sich nur noch gegen Flasher durchsetzen, der davon kurz kommt. Flasher, Frag Nummer 2. Sieben zu 5. Da sehen wir nochmal den Schuss von Crims. Er hat sogar nachkorrigiert. Hat vorgezielt und hat dann nachkorrigiert in dieser kurzen Zeit. Sau stark. Schon an der Waffe von Nothing, dass Cloud9 da in arge Geldprobleme gekommen ist. Versucht mit dem direkten Push Richtung Baseboard. Shroud, den zweiten hätte er natürlich haben müssen. Jetzt ist Fnatic erstmal durch. Zum Glück hat Nothing nochmal ordentlich durchgedrückt mit seiner Pistole. Zuordnen, dass dann ein paar Steps von unten kommen. Die Nate ist irgendwie ein bisschen verhungert, wie es aussieht. Und er versucht natürlich den A-Spot freizuhalten, bis die Bombe nachgekommen ist. Sollte er das schaffen, dann wird es sehr, sehr schwer, den Spot zu retaken. Wenn ich nicht wen erstmal in Position gebracht haben, kommt man da meistens nicht mehr so einfach ran. Nochmal der Molotov Richtung Treppe. Riesenkatastrophe. Freak ist jetzt mehr oder weniger auf sich alleine gestellt. Schafft sich aber den ersten. Hat eben schon gutes Aiming bewiesen. Und jetzt unter Druck. Vielleicht wächst er nochmal ein bisschen über sich hinaus. Zweite gefunden, die Flash hat seinen Mate geworfen. Flash hat das unglücklich abbekommen, das Teil. Und gibt er da seinen Hintern raus. Rick ist on, kriegt ihn down und die Zeit reicht locker. 8 zu 5. Wieder so eine Zitterpartie von Runde. Um jeden Frag wird hier gezittert. Wunderschön anzusehen. Und es ist auch noch gar nicht klar, wohin das geht. Sollte Cloud9 diese Performance aufrechterhalten, dann könnte das hier vielleicht in einem 10-5 enden. Trotzdem spielen sie weiterhin ziemlich offensiv. Nothing. Beherrscht die Farmers ziemlich gut. Also nicht unbedingt ein Problem für ihn, da auf die französische Waffe umzusteigen. Das Recoil ist etwas schwerer zu kontrollieren, aber dafür hat sie eine relativ hohe Feuerrate. Und man muss es ganz klar sagen an dieser Stelle, es ist viel Einzelskill, der Cloud9 hier die Runden immer wieder rettet. Es ist zum zweiten Mal schon ein Freakazoid gewesen. Oh, Freakazoid wieder. Bombe ist da gelegt, aber Crims wird das gegen drei Leute verteidigen müssen. Und die Flash, das ist gut. Er hatte keine Chance, sich zu wehren. 9 zu 5. Eine Runde noch in der ersten Halbzeit.
Schweden gehen in die letzte mit dem Forsprite. Zweimal CZ, dreimal Jalil. Freaky sollte wieder offensiv, aber Flasche hat ein kleines bisschen besser aufgepasst. Flasche auch wieder etwas riskant, was die Amerikaner da spielen. Können ihnen das Genick brechen hier, wenn es am Ende nachher an dieser einen Runde vielleicht scheitert. Die Fnatic hat auf jeden Fall das zehnte Potenzial, um hier beispielsweise in 10-5 rauszuspielen. Da ist halt immer plus minus eventuell First Round. Und plus minus die ein oder andere glückliche Runde oder unglückliche. Denn auch Fnatic hat ja eine Runde etwas glücklich geholt, dadurch, dass Crimster mit dem Molotov sich immer gerettet hat. Schon gestern um die Ecke, Stroud. Trotzdem 4 gegen 2 Situation und in typischer Fnatic-Manie wird wieder jemand durchgeschickt. Und wer sollte das wohl sein? Das ist der Olaf-Meister. Und damit hat er den A-Spot unter Kontrolle, versucht Stroud hier schon möglichst abzusmoken und abzuflashen. Das ist etwas schief gegangen, aber es funktioniert. 9-6. 6 T-Runden für Fnatic. Auf jeden Fall eine machbare Position. Aber das gilt eigentlich auch für Cloud9. Wie gesagt, die Piste, die wird einen Riesenschwung in die eine oder andere Richtung geben. Tja, jetzt geht's. Piste oder nicht Piste, ist die Frage. So, rein geht's in die First Round. Unglaublich wichtige First Round jetzt. Es steht 1-1 nach Maps. Und wer auch immer diese Partie hier verliert, diese Map verliert, hat auf jeden Fall einen riesen Druck auf seinen Schultern. W, ein Frag und dann abgetreten. Also ich darauf verlassen, dass Olaf-Meister entdecken kann. Aber der wird von Skadoodle direkt gerefragt. Und irgendwo da hinten hat sich Prolax noch versteckt. Fast identische Runde, wie sie gerade Fnatic gegen Cloud9 andersrum gespielt hat. Nur diesmal ist Prolax hier erfolgreicher als sein Gegenstück. Boah, schön von Prolax. Stroud auch noch direkt ins Visier genommen. 1-2 Situation, aber beide sind voneinander getrennt. Das heißt, Prolax kriegt gleich Einzelduell, aber Flasher so sicher mit der USP. 9-7, Flaschers Pistol Aiming, einfach nur mal wieder komplett on point. Jetzt geht es natürlich über die Forceplay-Runde, da kein Risiko einzugehen. Fnatic wird auch im Hinterkopf haben, dass es oft in der ersten Hälfte ja immer hin und her ging über die Forceplay-Runden. Olaf-Meister. Oh, Olaf-Meister über die Kante. Kann natürlich wunderbar ausnutzen, dass die Scout so horribly blow kaputt ist. Freak ist deutsch, kann ich reden, verdammte Scheiße. Flasher und Pronax. Die beiden müssen das Ganze jetzt noch retten, was da etwas an Olaf-Meister gescheitert ist, aber schöner Tech-9-Klick von Stroud. Dann ist der Druck auf Flasher übergegangen. Von dem laufen natürlich 35 Sekunden jetzt gegen den Flasher. Der hinter Freak ist halt raus und sie Econ, oder? Forcebein hier, Fnatic. Diese Scout. Diese verranzte Scout. Sie macht Runden spannend. Aber sie gehört einfach nicht in dieses Spiel.
Das ging ja schon raufgeschlichen. Die Flash ist gut. Flasher sieht nichts, aber er kommt nicht direkt ran, um den Frag zu sichern. Schraub muss danach helfen. Oh, JW wollte sogar noch mal wegkommen. Schon erst. Runde safe. Und Cloud9 macht sich auf dem Weg jetzt hier für das kleine Mini-Comeback. Oder für das. Für die Chance, sich die zweite Runde zu sichern. Die zweite Map. Ne, dritte Map zu sichern, sorry. Shroud. Warum ist denn der Ingame-Sound plötzlich so leise? Muss eigentlich nicht sein. Frantic hat sich entschieden, auch mit wenig Equipment da direkt gegen zu kaufen. Flasher mit P90, das sehen wir ab und zu mal. Skadrudel. Jawohl, stark. So sollte die Scout einsetzbar sein. Als Sniper mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad und nicht als Railgun, wo man rumspringt. Und da kommt Olafmeister von hinten wieder. Gutes Timing bewiesen. Das könnte richtig bitter werden. Aber Skadrudel dreht sich um und schnappt ihn nicht. Meine Güte, ist der Junge krank. Und jetzt bleibt alles an Flasher hängen. Skadrudel nimmt ihn raus. Und dieser Blick, er spricht 1000 Worte. Skadrudel mit dem absoluten Monsterschuss. Hat ihn da gerade noch anlaufen hören. Jetzt kommt die offensive Runde von Fnatic und versucht direkt den Brunnen zu halten und beziehungsweise einzunehmen. Ich glaube, Nein ist aber ganz gut darauf vorbereitet, damit er nichts überhastet. Das hat eine ganz gute Ausgangsposition. Unter Umständen könnte da jemand von hinten erwischen. Das hängt hier noch von hinten ab, damit da kein Risiko eingegangen wird. Aber sollte jetzt sich genau überlegen, wie lange er da oben noch stehen bleibt. Und wann er sich endlich auf den Camping-Spot zurückzieht. Ich hätte gerne mitbekommen, dass es auf A-Spot geht, aber es ist schon viel zu spät, um wirklich noch schnell einzugreifen. Also wir müssen einfach versuchen, möglichst viel Schaden zu machen über die Pistolen. Chronox ist immer noch dabei, hier von der Seite anzukommen und er hat Nothing auf jeden Fall erwischt. Dann geht die AK in den Besitz über. Das ist das, was ich meinte. Gerade wenn der Gegner wahrscheinlich nur Pistolen hat, muss man da nicht unnötig Waffen riskieren, wenn man so weit hinten abdeckt. Also an die Bombe wird hier keiner mehr rangehen wollen. JW ist eigentlich auch ein bisschen zu dicht dran, um da jetzt noch wegzulaufen. Ich weiß nicht, ob er dann rechtzeitig wegkommt. Nein, kommt er nicht. Und Pornax hat die Tatsache noch erwischt. Also, die AK vielleicht keine gute Idee. 13 zu 7. Cloud9 kommt sehr dicht dran an das
große Ziel, hier wenigstens 2-1 in Führung zu gehen. Und wie gesagt, der Verlierer dieser Map hat keinen Spielraum mehr und darf sich keine Fehler mehr erlauben. JW. Sofort wieder zurück. Mehr oder weniger Standard-Frag, aber auch solche Dinger kann man verschießen, gerade wenn die Distanz riesig ist. Oh nein, wie bitter. Nothing ist Tatsache komplett durchgeschlichen da hinten. Und dann fehlt er den Gegner unvorsichtig und verschießt. Vielleicht der Entry gewesen sein können, den sie für den direkten Bego hätten gebrauchen können. Stattdessen nein. Muss man sich dann doch wieder nochmal neu organisieren. Es soll tatsächlich Richtung Baseball gehen. Nein, soll es nicht. Nehmen alles zurück. 10 Sekunden auf der Uhr. Man sollte vielleicht erstmal auf die Uhr schauen, bevor man solche Kommentare von sich gibt. Und damit 13-7. Verhaltenes Klatschen für Fnatic. Also das Publikum ist da eindeutig ein bisschen... Ja. Macht da keinen Hehl drauf, für wen sie sind. Raus. Ist ein bisschen zu früh, um Schaden zu machen. Und auf Cash haben wir gerade dieses Phänomen, dass sehr viel Gemetzel abgeht vor dem Arschbot. Ich glaube, Nine hat das ganz gut verstanden. Wir haben einen guten Mix, also offensiv und defensiv im Spiel zu finden. Fnatic ist deutlich zurückhaltend, ne? Mich habe ich mal wieder Cash gesagt. Wirklich? Kann passieren, dass ich mal Cash to Overpass sage. Passt schon. Hat ja fast schon Tradition bei mir. Oh, schon erst. Und damit könnte vielleicht der Weg Richtung B deutlich leichter sein. Flasche hat sich schon wieder Position bezogen. Olaf Meister ist da, um ihn zu supporten. Flasche hat einen Headshot bekommen. Jetzt nehmen sie ihn raus. 3-2 Situation. Gute Überzahl. Und JW ist nur mit Scout. Ne, ist mit AWP bewaffnet. Meine Güte, ich krieg auch wieder gar nichts mit. Grims. An die Bombe ran. Vielleicht ein bisschen zu früh rausgezogen. Hätte sich da durchaus noch ein bisschen mehr verstecken können. Skadoon ist abgesmoked von Kurz. Das ist eher das Problem, dass er die nächsten paar Sekunden dann die Bombe nicht einsehen kann. Und deswegen muss ihm wertvolle Informationen geben. Jetzt ist JW dort. Skadoon, er zoomt nicht. Er versucht es ohne Zoom. Der dritte Schuss hat er auch nicht getroffen. Und das geht euch. 13-9. Fnatic ist weiter auf dem Weg hier aufzuholen. Kurzer Blick ins Geld bei Cloud9. Jetzt ist auf jeden Fall nichts mehr vorhanden. Also letzter Versuch hier nachzukaufen. Noch eine wichtige Schlüsselrunde. Fnatic hat die Chance, Cloud9 hier erstmal wieder die Eco zu kriegen und damit zwei Runden mehr oder weniger safe zu haben. Das ist ja gerne noch Meister. Der für mich bisher als CT hier relativ wenig in Erscheinung getreten ist im Verhältnis zu dem, was er sonst zeigt, was er vor allem auf der T-Seite auch gezeigt hat. JW.
Dudel hat es versucht. Da kommen einige Schüsse durch die Fliesen geflogen. Es ist Zeit für den Rückwärtsgang. 95 AP noch. Ich denke eigentlich, dass er mehr Hits abbekommen hat. Shockers. Er hat ein bisschen gebraucht, aber der Spray hat tatsächlich gesessen am Ende. Morgens hat sein Mädchen ausgeschaltet. Skadulo wird nur noch versuchen, die $800 mitzunehmen, dass er die Runde nicht holt. Das war ihm wahrscheinlich klar. JW, die AWP wollte er wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ist die Frage, ob er jetzt seinen eigenen wechselt. Sieht ja auch besser aus. 13 zu 10 und wie angekündigt ist das Geld jetzt ein bisschen knapp. Ich würde mal vermuten, dass Cloud9 jetzt nochmal nachspart. Sie haben auch nicht die Möglichkeit, Fnatic wirklich... Ich nehme alles zurück. Offensichtlich nicht. Eigentlich ist Fnatic auch noch ganz gut ausgestattet, was das Geld angeht. Also, na gut, zwei Spieler sind gut dabei. Aber vielleicht auch keine so unkluge Entscheidung. Sollte Cloud9 ihn jetzt die Runde abnehmen, dann ist Fnatic sicherlich auch mit dem Force-Buy dabei. Gegen Smoke rechtzeitig raus. Und ich bin nicht ganz sicher, was Cloud9 dort erreichen wollte. Vielleicht hatten sie gehofft, dass sie den Pick bekommen und daraus dann den Go spielen können. Man hat weder direkt hinterher gepusht, noch ist man direkt zurück oder hat irgendwas Effektives daraus gespielt. Sie haben einfach den Pick kassiert und sind einfach stehen geblieben. Schönes zweites Ding von Flasher. Jetzt marschiert er noch rauf in den Spot. Und Krims mit dem Double 13 zu 11. Jetzt ist das Geld definitiv alle. Ja, da sieht man es. Also die Amerikaner jetzt einmal mit Eco. Und dann ist Fnatic bis auf eine Runde schon rangekommen. Jetzt hat man noch ordentlich Geld zurücklegen können, also sollte da eine Runde schief gehen für die Schweden, dann kann man das noch einmal kompensieren. Schönes Siegelbrett von Shroud. Wie es aussieht, wird man sich das tatsächlich mit dem Amt anlegen. Es klingt so, als wenn jetzt ein Pause-Call kommt. Vielleicht ist es nochmal der Timeout. Wenn ich mich recht entsinne, hat Cloud9 den schon gepickt oder sehe ich das falsch? Nicht relativ bald. Oder vielleicht bringe ich es aus dem Durcheinander. Schaut, kann ich die Waffe ergattern. Aber der Kicker von JW. 13 zu 12. Und jetzt kommt der Timeout. Also einmal noch Zeit, sich ordentlich miteinander abzusprechen. Dramatischer Zoom auf Flaschers Gesicht. Ja, und jetzt gilt es natürlich rauszufinden, was kann man machen, was macht man vielleicht falsch. Wo sind vielleicht Lücken, die man ausnutzen könnte bei Fnatic? Nothing ist zum Beispiel ein, zweimal richtig gut draufgekommen auf den B-Spot.
Dann haben wir geschafft, komplett durchzuschleichen. Hat er leider den Schuss, dass er mit. Mittlerweile hat der Flascher schon die Stellung bezogen und lässt er keine niemand mehr durch, ohne Informationen zu kriegen. Smoky Push, auch schon dabei. Ein Schuss noch. Jawohl, Freaky Side erwischt. Aber das hat sich auch noch Meister gekostet. Er hat, glaube ich, große Probleme, hier auf der CD-Seite sich zurechtzufinden. Ich habe leider die Scores jetzt gerade nicht im Blick, aber wir sehen jetzt schon zum wiederholten Male ohne irgendwas Vernünftiges beizutragen zu der Runde, einfach abzutreten. Dann hat sich der W ganz gewaltig verschätzt. Unbegreiflich, warum er da noch anfängt, Waffen zwitschen, um die Ecke zu laufen. Hornet ist jetzt schon über den Connector hochgekommen. Hat auch nicht rechtzeitig zurückgezogen. Schöner zweiter Schuss und Shroud. Und Kims wird versuchen, das Ganze noch zu retaken. Schon jetzt gut angeschossen. Und er muss natürlich auch noch ein Schedule des AWP vorbei. Und er steht da auf lang schon bereit. Die Arme verschießt. Ich weiß natürlich nicht genau, wo der zweite Spieler ist. Es ist klar, dass er irgendwo dann links unter dem Container sitzen muss. Deswegen geht er einfach auf den einen, den er kennt, dessen Aufenthaltsort er kennt. Und 14 zu 12, die Timeout hat offensichtlich geholfen. Direkt der Gegen-Timeout, sehe ich das richtig? Also Fnatic dann auf der anderen Seite gleich mit dem Gedanken dagegen zu halten. Keine Sorge, die Aufregung ist es nicht bei mir. Es ist die Hitze gepaart mit dem Schlafmangel. Und da funktioniert mein Gehirn irgendwie nicht so ganz. Aber wir werden das Ganze schon geschaukelt kriegen. Noch 14 zu 12 der Spielstand. Zwei Runden bräuchte Cloud9 noch, um sich die Map hier zu schnappen. Und JW. Er kommt besser ins Spiel, wenn sie nicht auf Olaf-Meister verzichten würden. Oder müssten. Vielleicht tue ich ihm auch Unrecht, vielleicht ist es mir einfach nur entgangen, aber ich sehe Olaf-Meister wirklich nicht so wirklich eingreifen. Ich hätte hier offensiv vor, vielleicht die Flanke frei halten, aber Cloud9 scheint sich komplett auf eingeschossen zu haben, über die Banane zu attackieren. Olaf-Meister wundert sich ein bisschen, warum da niemand auf ihn zukommt. Freakazoid. Höchstens Wort Gold, jetzt ist Olaf an der Seite noch im Einsatz. Flascher nachgeschoben, 14 zu 13. Und die Bombe kann auch nicht mehr gelegt werden, also kein extra Geld.
Cloud9 muss Tatsache sparen. In so einer wichtigen, bitteren Runde muss man hier auf die Echo zurückgreifen. Es bleibt mir nichts anderes übrig, da muss man wirklich einfach strategisch bleiben. Flasher kann den Bombenleger ausschalten, das ist der Wichtige gewesen. Der Molotov hat irgendwo auch noch jemanden zerlegt. Ich habe nicht mehr mitbekommen, wie Sean Guest dadurch gestorben ist. Und Shroud ohne große Chancen. Ein Bombenplant wäre super für sein Team. $800 gibt es extra, wenn man die Runde trotzdem nicht holt. Und das wird jetzt passieren. Und sollte zumindest die nächste Waffenrunde halbwegs finanziert sein. Also was? 4,5 mindestens. 6.300 oder sowas. Im Maximum. Man könnte sich sogar eine AWP leisten. Und ich denke, Skadoodle wird auch dazu greifen. Rücken, damit man gleichzeitig rauslaufen kann. Und Ronax auf kurz, ohne Rückzugsmöglichkeit. Da wird er mit den Haufen gerannt. JW versucht seinen Fokus jetzt auch ein bisschen rüber zu schieben. Schön den zweiten Frag noch gemacht. Kann seine Position noch verändern. Und damit hat er sich hervorragend aus der Affäre gezogen in dieser Runde. Und das sieht nicht gut aus für Cloud9. Sie haben schlechte Positionen. Fnatic hat alles schon hermetisch abgeriegelt. Und sie sind in Unterzahl geraten. Kaum noch Granaten zur Verfügung. Schaut er noch eine Smoke. Entscheidet sich hier für so einen kleinen Push. Aber niemand wirklich in Sicht. Und JW hat ihn gesehen. In dem Moment, wo sein Kopf darüber geschaut hat. Was für natürlich ein einfaches Spiel. Drei Frags schon für die Main AWP von Fnatic. Und er hat offensichtlich keine Lust, hier aufzuhören. 35 Sekunden. Cloud9 muss sich jetzt so langsam aber sicher schon mal Richtung Spot begeben. JW, den hat er verschossen. Obwohl das eigentlich kein so schwerer war, aber er ist gerade aus dem Sprung gekommen. Vielleicht die AWP in dem Moment auch nicht so ganz präzise. Noch so eine halbe Sekunde ungefähr, wenn aufgekommen ist, bis sich das Recall wieder auf 0 reduziert. Nothing. 15-14 Fnatic. Map Point. Und zwar genau eine. Eine Möglichkeit jetzt 2-1 in Führung zu gehen. Meister, man hat sich entschieden, hier was Schnelles zu spielen. Die Nate auch im Notfall als Selbstmordattentat. All of Meister, das sieht so aus, als ob es jetzt hier vielleicht durchgeht. Wenn Frigisold fällt, dann ist es das 16-14. Und dann geht Fnatic nach Maps in Führung. 20 AP noch. Und da ist es passiert. Die Schweden sind durch mit Map Nummer 2. Und 2.